Ja, moin Paddy, schön dich zu sehen. Lass uns am Anfang nochmal zurückschauen auf das letzte Spiel. 3:0 Heimsieg, das erste Mal zu 0 in der Liga in dieser Saison und du standest über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. War das der perfekte Samstag für dich? Ja, kann man so sagen. Ich denke, wir haben alle ein gutes Spiel gemacht. Können vielleicht ein bisschen früher das 2:0 machen, dass wir dann ein bisschen früher ein bisschen Ruhe haben. Aber ich denke, so war es ein sehr gutes Spiel und auch für die Fans, glaube ich, ein super Nachmittag. Ja, du hast jetzt zuletzt auf der zentralen Position in der Dreierkette gespielt. Inwiefern kommt diese ja ein Stück weit neue Position für dich und deiner Spielweise auch entgegen? Also, ich fühle mich sehr wohl auf der Position. Habe es ja letztes Jahr auch schon ab und zu gespielt, auch in der Vorbereitung auch mal auf der Position gespielt. Deswegen ist es nichts Neues und ja, ich fühle mich sehr wohl auf der Position. Ja, blickt man so auf deinen bisherigen Saisonverlauf, sieht man ganz gut, wie schnell es manchmal gehen kann im Fußball. Am ersten Spieltag standst du gar nicht im Kader, jetzt nach 4 Spieltagen schon über die volle Distanz, zuletzt sogar mit Berufung in die Kicker-Elf des Tages. Wie stellst du dich darauf ein und wie gehst du auch mental mit dieser Schnelllebigkeit um? Ja, so ist Fußball. Also ich habe schon ein paar Jahre jetzt auch im Fußballgeschäft dabei, deswegen weiß ich, dass ich immer schnell gehen kann. Habe einfach versucht, im Training immer Gas zu geben, mich dem Trainer anzubieten und einfach dann, ja, wenn die Chance da ist, für das Team da zu sein. Das war immer mein Ziel und ja, ich hoffe, das geht so weiter. Du hast ja jetzt seit einiger Zeit keinen Kanal bei Instagram mehr. Hat das einen bestimmten Grund oder wie kommt das? Einfach mal ein bisschen abschalten, ein bisschen Ruhe und deswegen ist kein bestimmter Grund. Dann blicken wir mal wieder auf den Alltag in der Liga. Jetzt geht es gegen den SC Paderborn, den Spitzenreiter, nach 4 Spieltagen. Sie sind ja so ein bisschen eingespielt. Der Trainer geht jetzt da schon in seine zweite Saison. Was macht den nächsten Gegner so stark? Ja, ich glaube, dass sie eine sehr, sehr gute Offensive haben. Also, wenn man die Qualität, die sie vorne haben, sieht, ist das echt, echt richtig gut für die zweite Liga. Und ja, da müssen wir bereit sein. Und ja, als Team gut verteidigen, gut stehen und unser Spiel einfach spielen. Richtig gut war zuletzt auch der Support unserer Fans, auch bei den Auswärtsspielen. Genau. Inwiefern nimmst du das auch auf dem Rasen wahr während der 90 Minuten dieser Anfeuerung? Ja, es ist natürlich spürbar, wenn die Fans mitreißen. Gerade in Magdeburg war eine super Stimmung von den Fans. Es war unüberhörbar. Und ich hoffe, das ist am Wochenende wieder so. Nun hatten wir am Anfang vom perfekten Samstag, letzten Samstag gesprochen. Was muss denn am kommenden Samstag in Paderborn passieren, damit es wieder ein für dich perfekter Samstag wird? Ich glaube, die gleiche Teamleistung wie gegen Braunschweig und Magdeburg. Wenn wir das auf den Platz kriegen, dann wird es schwer, uns zu schlagen. Sehr gut, dann viel Erfolg. Dankeschön.